beim folgenden Wort muss ich sofort an Kim Kardashian denken. Also schickt sich für Frauen absolut nicht? Also ich nehme an, es ist meistens unbeabsichtigt. Ja. Was? Warum? Was würdest du glauben, was man sonst machst du das wollen? Absichtlich? Ja. Jüngere Männer, glaube ich. Furzen. Oder? Nein, ich bin ja zum Großen, da kann ein richtiger Riesenfass aus. Ach, es ist nicht das, sag's nur mal, du sagst das so schön. Was? Furzen? Ja, herrlich. Es ist was anderes. Die Herren sind gefragt. Wir machen weiter. Ach, bitte schön. Jüngere Männer, glaube ich, machen es am allerliebsten. Wobei, also ich habe schon mal ältere Männer gesehen, haben die das total witzig finden. Du machst das absichtlich? Also, ja, ich habe letztens bei einem Gewinnspiel mitgemacht, da musste man das machen. Also habe ich deswegen gemacht, aber sonst. Wenn man es macht, glaube ich, brennt es ziemlich stark. Es kann wehtun. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht ein bisschen masochistisch veranlagt bist. Danach hat man wahrscheinlich einen ziemlich roten Hintern. Siehst du? Oder kann man einen ziemlich roten Hintern haben? Vielleicht ein Adrenalinkick für viele. Man macht dann so eine eigenartige Pose, eine Verrenkung dazu, nimmt ja Andrang und los geht's. Dann macht es. Aber ich versuche das ein bisschen näher zu erklären. Also es setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Wenn man es, ja, also drinnen ist es meistens verboten, weil da halt viele andere Leute dann auch oft sind. Ja. Das ist der Körperteil an eine Frau. Meistens macht man es im Freien, ja, im Sommer allerdings nur. Man verstoßt will. Baden geht oder ins Freibad, dann macht man es natürlich gerne im Wasser. Ich weiß es! Arschbombe? Richtig! Ah.